Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Berufsachievement aus Patch 10.1.7. Und dazu habe ich mir was rausgesucht unter Berufe und Lederverarbeitung. Und hier haben wir den Erfolg Mode-Ikone. Und für diesen müssen wir insgesamt 4 schicke Hüte basteln. Und die finden wir natürlich alle unter Lederer. In Burning Crusade können wir uns die nämlich holen. Und ja, da haben wir sie alle. Schon mal. Die Rezepte müsst ihr selber farmen, denn die sind seelengebunden und wo es die Rezepte hergibt, das will ich euch mal erklären. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Hut, schicker Abenteurerhut. Schauen wir ihn erstmal an, das ist der hier mit diesem Zebramuster drauf. Und zwar gibt es den einmal aus dem Vorgebirge des alten Hügellandes und das ist eine Burning Crusade Instanz, wir können mal reingucken. Also, das ist einmal, wo haben wir es? Nicht der schwarze Morast, sondern hier Vorgebirge des Hügellands. Und hier ist es so, dass wir einmal von 2 verschiedenen Mobs das kriegen können. Einmal ein Mob, der heißt Don Carlos. Der läuft immer hier auf dem Weg rum. Das ist so ein Boss, der ist neutral. Den könnt ihr aber auch angreifen. Und die anderen Mobs sind einfach Scharfschützen von Dort Holland. Das sind einfach ganz normale Mobs, die rennen hier in der ganzen Instanz rum. Die haben beide nicht so eine hohe Dropchance. Die Scharfschützen sind bei 0,5 und Don Carlos, der hier auf dem Weg rumeiert, der ist bei 0,1. Ihr könnt immer reingehen, die Mobs umhauen und die Instanz auf dem Normal resetten und dann quasi wieder rein, ne? Um das zu farmen. Genau, das ist das erste Rezept. Und ja, das habe ich einmal schon gebaut. Schicker Abenteurerhut. Gezeigt habe ich in euch ja auch schon. Also da haben wir ihn. Also hier sehen wir es ein bisschen größer. Genau, dann der zweite ist der schicke Dschungelhut. Und der schicke Dschungelhut, den gibt es einmal aus der zweiten HDZ-Instanz. Und zwar HDZ-2, der schwarze Morast. Und die haben wir auch hier mit drin. Wo haben wir sie? Hier, der schwarze Morast. Und hier ist es ja so, dass immer so Mobs die Portale hier öffnen und dann rausströmen. Und von denen kriegt man das einmal Bewahrer der Zeit. Der Zeitrisse und Fürst der Zeitrisse, das sind die Mobs, die quasi mal in den Portalen stehen, haben jeweils eine Dropchance von 0,7%. Ihr braucht, um das gedroppt zu bekommen, übrigens Burning Crusade Lederer auf Minimum 50, ne? Also das solltet ihr haben. Genau, das ist der zweite Hut, den craften wir jetzt auch mal. Und dann schauen wir uns auch mal an. Also das ist der Hut, der hat halt so ein Tigermuster, würde ich jetzt mal sagen. Dann den dritten Hut haben wir schicker lilafarbener Hut. Und den kriegen wir von einem Boss. Und zwar ist der Boss einmal auch wieder in der Burning Crusade Instanz. Diesmal sind wir im Auchhindern unterwegs. Und zwar ist es der zweite Boss aus dem Schattenlabyrinth. Also das ist quasi, wenn ihr reingeht, haben wir da den ersten. Und hier ist der zweite Boss, das ist dieser Ogre. Und der hat eine Dropchance von 2%, dass er das Ding droppt. Ja. Genau, den würde ich sagen, craften wir jetzt auch einmal fürs Achievement und schauen uns den einmal an. So, der ist halt lila Farben, ne? Nichts Besonderes. Und das letzte ist der schicke purpurfarbene. Und den craften wir auch mal. Und dann zeige ich euch gleich mal. Also da haben wir das Achievement. Und dann gucken wir uns auch an, wie der aussieht. Ja klar, der ist halt rot, ne? Purpurfarben eben. Und den kriegen wir aus einer weiteren Instanz aus Burning Crusade. Und zwar diesmal aus der Sesek-Halle. Das ist diese Innie hier. Und hier ist es so, dass wir Rabenwächter der Sesek haben. Das sind einfach Trash-Mobs, die sind in der ganzen Instanz drin. Die haut er um, hat eine 0,5%ige Drop-Chance. Da die ganzen Dinger nur droppen, wenn ihr Lederer seid und 50er Skill habt in Lederverarbeitung Burning Crusade, sind wahrscheinlich die Drop-Chancen höher, weil alle Leute, die natürlich nicht Lederer haben, können es nicht gedroppt kriegen. Ne? Dementsprechend lasst euch da nicht abschrecken, macht ein paar Runs, die Dinger kriegt man schon gedroppt und ja, dann stellt ihr sie her und dann habt ihr wie ich das Achievement. Und ja, wenn ihr dann noch wollt, könnt ihr die Teile auch noch verkaufen. Ein bisschen was sind die wert. Und ja, damit sind wir durch mit einem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.